Meine sehr geehrten Damen und Herren, darf ich Ihnen unsere nächste Referentin ganz kurz vorstellen? Reka Marhut ist eine Historikerin aus Budapest. Sie war eine Studentin der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest, wo sie auch promovierte. Derzeit arbeitet sie im Zentrum für Gesellschaftswissenschaften im Institut für Minderheitenforschung. Sophie arbeitet sie auch an der Eötvös-Loránd-Universität. Ihre Forschungsthemen sind die Geschichte der Ungarndeutschen vor dem Zweiten Weltkrieg, die diplomatischen Beziehungen zwischen Ungarn und Rumänien vor dem Zweiten Weltkrieg und auch die Beziehungsgeschichte der Deutschen und Ungarn in Rumänien in der Zwischenkriegszeit. Reka, du hast das Wort. Danke schön für die Vorstellung. Ich begrüße die Zuhörer. Mein Vortrag für heute ist Verschöpfung und Sittenbewahrung in den deutschen Gemeinden in der Umgebung von Budapest, von der Ansiedlung bis zur Aussiedlung. Also Wertschöpfung und Sittenbewahrung in den deutschen Gemeinden in der Umgebung von Budapest, von der Ansiedlung bis zur Aussiedlung. Wissen Sie, warum der Budapester Flughafen Ferihegy hieß? Ferihegy, der Namensgeber von Ferihegy. Feri ist die Kurzform von Ferenc, Ungarisch für Franz, und Hegy bedeutet Berg. Ist übrigens Ferenc Mayer, später mayerisiert Mayerfi, Sohn des aus dem bayerischen Landsberg eingewanderten Franz Mayer. Ferenc Mayerfi, wie sein Vater Bierbrauer war, kaufte im 19. Jahrhundert das später nach ihm benannte Gebiet zwischen Becsés und Rákoshegy, um Hopfen bzw. später Wein anzubauen. Tatsächlich war das Gebiet fast völlig flach. Ursprünglich gab es jedoch einen 147 Meter hohen sandigen Hügel, der in den 1920er Jahren während der Bauarbeiten des Flughafens eingeebnet wurde. Einer der bedeutendsten Orte in Ungarn war also von einem angesiedelten Deutschen benannt. In diesem Vortrag möchte ich Ihnen ein bisschen darüber sprechen, wie die deutsche Minderheit in Ungarn ihre Werte geschöpft und ihre Sitten bewahrt konnte. Die Verfügungszeit dieses Vortrages ist nicht ganz genug, sich mit dem Thema ausführlich auseinanderzusetzen. Deshalb möchte ich nur einzige Puzzlestücke von dem kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Leben von Ungarndeutschen geben. Das offene Bergland war immer ein Symbol der deutschen Minderheit. Die Nähe der Hauptstadt gab ihm eine besondere Rolle. Heute wählte ich zwei Gemeinden in der Umgebung von Budapest aus: Budaörs und Vecsés. Durch diese Dörfer, heute Städte, werde ich Ihnen das Thema näher bringen. Nach der Vertreibung des Türkenheeres wurden mehrere Gebiete in Ungarn menschenleer. Vor allem in Ofen und dessen Umgebung begann der Wiederaufbau, aber es fehlte an Arbeitskräften. So wurden Magyaren, Slowaken, Serben und überwiegend Deutschen angesiedelt. Nach dem Rákóczi-Kriegs, nach Friedensabkommen von Szatmár 1711, entstanden die nötigen Rahmenbedingungen für einen nachhaltigen Ansiedlungsprozess, der bis 1787 währte. Die staatliche Kolonisationspolitik begann auf die Förderung der Ansiedlung in den privaten Grundherrschaften. Die ersten Siedler kamen aus Bayern, Franken, Württemberg und Schwaben und aus dem verarmten Schwarzwaldgebiet. Die katholischen Bistümer Augsburg und Rothenburg, die zerstreuten Besitztümer des Deutschen Ordens, waren die Herkunftsgebiete für die Regionen Szatmár, Offener Bergland und Schwäbische Türkei, Komitate Tolna und Baranya. Die ersten deutschen Bewohner kamen zwischen 1718 und 1720 nach Budaörs durch den Ansiedlungsvertrag mit der Familie Szücsi. Die erste Generation der deutschen Siedler wurde durch die 1739 ausgebrochene Pest dezimiert. Deshalb begann die zweite Welle der Ansiedlung. Graf Nikolaus Szücsi ließ immer mehr neue Siedler in die Ortschaften seiner Herrschaft nach Zsámbék, Budakeszi und Budaörs bringen. Die Besiedlung ganzer Dörfer
mit Deutschen war bis 1760 an diesen Gebieten im Großen und Ganzen abgeschlossen. Danach gab es einen bis 1787 intensiveren Strom von Einwanderern, der große Schwabenzug, der die Zahl der Deutschen in vielen Dörfern erhöhte. Mit diesem Zug kamen die ersten Ansiedler im Jahre 1786 auf das menschenleere Gebiet von Bečić. Auf dem Aufruf von Anton Graschalkowitsch II. Haben sich 80 leibeigene Familien niedergelassen. Die ersten Siedler kamen aus den schwäbischen übervölkerten Dörfern der Gegend, vor allem Soroksár, Dunaharaszti, Nagykovácsi und Taksun. Mit der Zunahme von Personen mit deutschem Namen wurde Bečić als deutsches Dorf bezeichnet. Im Komitat Pest sind vor allem die Adelsfamilien Galliert, Paksi, Fai, Majtényi, Rádai, Vatai und Zichy, ferner Prinz Eugen von Savoyen, Graf Graschalkowitsch und der Erzbischof von Kalocsa als grundherrschaftliche Kolonisatoren aufgetreten. Die Ansiedlungen im 18. Jahrhundert veränderten aber nicht nur die nationale Gliederung der Bevölkerung des Landes, sondern auch grundsätzlich das Bild des Landes. Die historischen und ethnografischen Forschungen bewiesen eindeutig, dass das ungarländische Deutschtum höher entwickelte Bau- und Wirtschaftsmethoden anwendete und eine flexiblere Lebenseinstellung besaß als die ungarische Bevölkerung oder die anderen Ethnien des Karpatenbeckens. In der Regierungszeit Josefs II. Erlebte das deutsche Bürgertum in Ungarn einen kulturellen Aufschwung. Es entstand eine lebhafte deutsch-ungarische Literatur mit mehreren Zeitschriften. Wichtig war das Deutsche Theater, das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts seine führende Stellung im ungarischen Theaterwesen behauptete. Die kulturelle Erneuerungsbewegung wurde in Ungarn mit dem Anfang des Reformzeitalters zu einer politischen Bewegung. Der größte Teil des deutschen Bürgertums in Ungarn schloss sich der ungarischen nationalen Bewegung an und erhoffte sich im Gegenzug die Erkämpfung des selbstständigen ungarischen Marktes und sein eigenes wirtschaftliches Vorwärtskommen. Das trug aber auch die Möglichkeit seiner Majorisierung in sich. Die 1847 erbaute Eisenbahnlinie nach Zagreb, dann die Zunahme der Betriebe in der Hauptstadt, führte zum Bevölkerungszuwachs in Bečić. Die neu hinzugekommenen waren überwiegend Ungarn. Demzufolge nahm der Anteil der Deutschen ab, aber das Dorf bewahrte sich sein schwäbisches Charakter. Es zeigte sich an das Weiterleben der schwäbischen Traditionen an und die Nähe der Hauptstadt führte sich zu früheren Verbürgerlichung. Von der schwäbischen Traditionen möchte ich die Rolle der Bällen erwähnen. Der Fasching war für die Jugend die Zeit der Partnersuche. Die meisten Ehen wurden in dieser Zeit geschlossen. In Bečić haben sich am ersten Tag der Fastenzeit, am Aschermittwoch, der anderswo schon der Tag der Meditation war, die heiratsmäßigen Burschen versammelt. Einer hat sich als Braut verkleidet und sie zogen in Gruppen in Begleitung von Musikanten von Haus zu Haus und besuchten die unverheirateten Mädchen. Dieser Brauch hat auch die Jungfern verspottet. Den Burschen wurde bei den Häusern unter anderem Kraut- und Kartoffelstrudel angeboten. Daher kommt auch die Bezeichnung des Brauches Strudelessen, Strulessen. Die Mädchen schlossen sich die Burschen an und sie begruben zum Schluss den Fasching gemeinsam in jenem Wirtshaus, wohin sie immer zum Tanz gingen. Der nächste Ball wurde am Ostermontag veranstaltet. Die Jugend ging oft zu Bällen. Von den Namenstagsbällen waren die wichtigsten am Anna, am Elisabeth und am Katharinatag. Dem Katharinaball am 25. November folgte die stille Adventszeit. Deshalb sagte man auch in Bečić, Katrin schließt die Geige ein. Zurück zur Geschichte. Im Jahre 1848, in der Revolution geborene Märzgesetze, bedeuteten die Grundlagen eines modernen bürgerlichen Staates, die auch für Nicht-Ungarn vorteilhaft waren. Das ungarländische Deutschtum vertrat während der Revolution von 1848 keinen einheitlichen Standpunkt. Seine große Mehrheit begrüßte die Revolutionsereignisse im März.
Das galt besonders für das liberale deutsche Bürgertum der Städte. Eine enthaltsamere Haltung nahm die Schiene des deutschen Bürgertums ein, das stärker an die Traditionen gebunden war. Der größte Teil der Siebenbürger Sachsen unter der Führung von Hermannstadt stellte sich der Ungarischen Revolution und dem Freiheitskampf entgegen. Meinungsverschiedenheiten kamen schon in der Frage der Union Siebenbürgers und Ungarns zum Vorschein. Unter den Deutschen im Ofen herrschte im März 1848 eine große Begeisterung. Auf den Vorschlag von Gábor Döbrönteyi wurden die deutschen Namen des Offenberglandes ins Ungarische umbenannt. Der Freiheitskampf war für das schwäbische Bauertum das erste große historische Erlebnis, im Zuge dessen es vom ungarischen Patriotismus direkt berührt wurde. Im Freiheitskampf standen die Schwaben auf der Seite der Ungarn. Sie kämpften als einfache Soldaten und manche von ihnen gehörten der militärischen Führung an. Georg György Klapka stammte aus einer schwäbischen Banaterfamilie. Anton Antal Vetter, Oberbefehlshaber der Honvéd, war ebenfalls deutscher Abstammung, sowie General Maximilian Stein, Josef Bayer, der Generalabschef des Zipser Sachsen Arthur Görgei, Johannes Arthur Woldemar Görgei. Unter den 13 hingerichteten Generälen waren 5 Reichs- bzw. Ungarndeutsche. Der Pressburger Ludwig Aulich, Georg Lachner aus dem Komitat Turutz, der Reichsdeutsche Karl Leininger Westerburg, der Wiener Ernst Wolf von Württemberg sowie Josef Schweidel aus Sombor. Im Völkerstaat Ungarn sollte das Verhältnis zwischen dem Staat und den Nationalitäten durch das Nationalitätengesetz vom Jahre 1868 geregelt werden. Das Gesetz, das auf liberalen Grundsätzen baute, ging vom Prinzip der einheitlichen und unteilbaren ungarischen Nation aus. Die Staatssprache war das Ungarische, aber das Gesetz sicherte den Gebrauch der Muttersprache auch für die Nationalitäten im Grundschulunterricht, in der Verwaltung, in der Rechtsprechung und gestattete es, nationale Gesellschaften und Vereine zu gründen. Das Gesetz enthielt also mit dem Vorbehalt, die territoriale Integrität aufrechtzuerhalten, neben den persönlichen auch kollektive Rechte. Ziel der offiziellen ungarischen Politik war die Schaffung des ungarischen Nationalstaates, die allerdings als das Ergebnis eines längeren Prozesses erst in 100, 150 Jahren erreicht werden sollte. Der Staat konnte die Assimilation allerdings auf dem Gebiet des Schulwesens beschleunigen. Was Schreib- und Lesekenntnisse anbelangt, standen die Deutschen nach den Juden auf dem zweiten Platz. In Bezug auf die ungarische Nationalitätenpolitik kann man sagen, dass diejenigen Nationalitäten, die eine vollständige Gesellschaftsstruktur, kulturelle Institutionen und eigene materielle Basis besaßen, viel toleranter behandelt wurden als die weniger organisierten Nationalitäten. Die sprachliche Assimilation ist jedoch nur eine Seite der Assimilation, obwohl sie am leichtesten untersucht werden kann. Viel schwieriger ist es, die gegenseitige Wechselwirkung der verschiedenen Bräuche und Arbeitsordnungen zu erfassen. In dieser Hinsicht gab das Deutschtum den anderen Nationalitäten mindestens so viel, wie es von diesen bekam. Typisch war für die von den Schwaben bewohnten Landesteile die weitgehende landwirtschaftliche Prägung und die heraus resultierende bäuerliche Agrargesellschaft. Es hob sich Südungarn besonders hervor, das als Kornkammer des mitteleuropäischen Wirtschaftsraums galt. Neben dem Ackerbau und der Viehzucht zählten Bergbau, Handel und Handwerk zu den Hauptbeschäftigungen der Deutschen. Der Gemüseanbau nahm in der schwäbischen Türkei und in der Umgebung von Offenfest größere Maßstäbe an. Budöscher Viersicht, der Name wurde im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht, finden wir auf der Liste der geschützten Ursprungsbezeichnungen. Die Tradition der Pfirsichzucht in und um Budaörs reicht bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurück.
Das Gesicht des alten Budeörs vom 19. Jahrhundert wurde vom Weinbau geprägt. Die Landschaft, die Menschen, ihre Arbeit, Lebensweise und Gedanken, ihre Verkehrsmittel und Geräte. Alles formte der rankende Wein der Hofner Berge. In den 1880er Jahren trat die Phylloxera so massenhaft auf, dass die blühenden Weinkulturen der Hofner Berge in kürzester Zeit vernichtet wurden. Diese Katastrophe traf die Bauern doppelt schwer. Die toten Weinberge mussten ausgestopft werden. Doch eine landwirtschaftliche Nutzung dieser leer gewordenen Flächen war auf den trockenen, heißen und steinigen Hängen kaum möglich. In dieser schweren Wirtschaftskrise bewiesen die budöischen Bauern eine erstaunliche Wendigkeit. Zur Überwindung der Krise zeigte der Obstbau. Jahr für Jahr wurden mehr Pfirsichbäume gepflanzt. Der Handel war in der ersten Zeit, als noch wenig Pfirsiche auf den Markt kamen, verhältnismäßig einfach. Die ersten Schwierigkeiten zeigten sich, als die Budapester Markt die mehr und mehr anwachsende Warenmenge nicht mehr bewältigen konnte. Aber der Name Budöscher Pfirsiche bekam bald weit und breit einen guten Klang. Also kamen die Großhändler nach Budaörs, um dort einzukaufen. Sammelstellen wurden eingerichtet, an denen das Obst sortiert, verpackt und weiterversandt wurde. Das wirtschaftliche Wachstum spiegelte sich auch im Wohlstand der Schwaben wider. Die fleißige Arbeit der Generationen trug ihre Früchte. Die schwäbischen Siedlungen nahmen ein neues Gesicht an. Sie waren ordentlich und sauber. Größere Häuser wurden gebaut, die Straßen wurden gepflastert. Immer mehr landwirtschaftliche Maschinen wurden eingesetzt. Verbände und Vereine wurden gegründet. Die landwirtschaftliche Ausbildung fand größere Beachtung. In Ungarn wendete auch weiterhin der schwäbische Bauer die modernsten Produktionsmethoden an. Die schwäbischen Siedlungen wurden mit der Eisenbahn und neuen Straßen verbunden. Die alten Schulen wurden erweitert, neue wurden gebaut. Auch die Kirchen verschönerten sich. Die Kirche spielte eine maßgebende Rolle beim Organisieren des gesellschaftlichen Lebens. Jede Altersklasse und beide Geschlechter fanden im Rahmen der Kirchengemeinde die passende Gemeinschaft, die sowohl in kultureller Hinsicht als auch bei Formen der Gemeinschaft wichtig waren. Die Schwaben in Becsés bewahrten bis heute die Anfertigung des Blumenteppichs zur Fronleichnamsprozession. Auf dem Weg entlang der Prozession waren vier Zelten oder Kapelle aufgestellt, die mit Pflanzen und Bildern geschmückt werden. Allgemein verbreitet war das Blütenstreuen vor dem Allerheiligsten in der Prozession durch weiß gekleidete Marienmädchen. Die Schwaben in der Umgebung von Budapest und in mehreren deutschen Dörfern in Transdanubien breiteten einen Blumenteppich für die Fronleichnamsprozession aus. Im Blumenteppich sieht man verschiedene katholische Symbole, geometrische Motive, gefertigt mit einem künstlerischen Wettbewerb der gestaltenden Laiengruppen. Die Tradition des Blumenteppiches ist eine der Ausdrücke lokaler Minderheitenidentität aufzufassen, eine der bedeutendsten Identifikationselemente der hier gewohnten Deutschen. Diese Tradition in Budaörs ist aber mehr als eine Volksfrömmigkeit. Die Forschungen von Viktoria Muka zeigten hin, dass der Blumenteppich zum bedeutendsten identitätsstiftenden und prägenden Element der lokalen deutschen Minderheit und letztlich zum Alleinstellungsmerkmal von Budaörs wurde. Nach ihrer Meinung, dies ist als eine mittelbare Folge der Nationalitätenpolitik von Jakob Bleier zu verstehen, der danach strebte, die im 18. Jahrhundert erfolgte Ansiedlung der Deutschen in Ungarn als Teil des kulturellen Gedächtnisses der deutschen Minderheit zu etablieren und auf die von Ungardeutschen geleistete Kulturarbeit aufmerksam zu machen. Diese Tradition äußert eine Kontinuität zwischen dem Heimatland und dem Mutterland. Im Zweiten Weltkrieg fungierte diese als ein Mittel zum Ausdruck politischer Präferenzen. So sprach sie die Bevölkerung des Dorfes öffentlich für die Politik Hitler-Deutschlands aus und unterstützte die revisionpolitischen Bestrebungen der ungarischen Regierung. Gegensatz zu den sich entfalteten
entfaltenden und immer stärker werdenden nationalen Bewegungen der anderen Nationalitäten kann man bezüglich des Deutschtums in Ungarn im Allgemeinen sagen, dass es in dieser Hinsicht fast im ganzen 19. Jahrhundert still war. Das hatte mehrere Gründe. Das Deutschtum wohnte im Lande verstreut, seine Gruppen siedelten sich nicht zur gleichen Zeit an und verfügten über unterschiedliche Rechtsstellung. Diese relativ ruhe Zeitperiode hat sich am Anfang des 20. Jahrhunderts geändert. Die im Laufe des 18. Jahrhunderts kommenden schwäbischen Kolonisten erlangten den nötigen Grad des nationalen Bewusstseins nicht. Sie waren ja noch mit der Schaffung und Sicherung ihrer wirtschaftlichen Existenz beschäftigt. Nach dem Ersten Weltkrieg war die Zeit des Erwachens zum Nationalbewusstsein bei den Ungarndeutschen, deren Zahl sich mit der neuen Staatsgrenze von 2 Millionen auf 550.000 verringerte. Einerseits wurde dieses ethnische Selbstbewusstsein erweckt, andererseits wurde es erwacht. Die in ihrem Bewusstsein starke deutsche Intelligenzschicht, die ihre Zahl betreffend gering war, wollte ihre grundsätzlichen muttersprachlichen und kulturellen Rechte geltend machen lassen. Das deutsche Selbstbewusstsein wurde sowohl von oben als auch von unten organisiert. Diese zwei Richtungen trafen sich in vielen Fällen nicht und es führte zu Bruchlinien innerhalb der Minderheit. Vor dem Trianoner Friedensvertrag schien die Lage günstiger zu sein, sich die Minderheitenrechte zu erkämpfen, aber danach verhinderte die herrschende ungarische öffentliche Meinung dies in vielen Fällen. Die ungarische Regierung war durch den internationalen Vertrag verpflichtet, die Minderheitenrechte zu garantieren und auch ihr grundsätzliches außenpolitisches Interesse war, diese anzugeben. Aber die Mehrheit der ungarischen Gesellschaft verhinderte die Durchsetzung der Regierungsintentionen in der unteren Verwaltungsinstanz, einerseits wegen der Trianoner Schockwirkung, andererseits wegen ihres traditionell schwachen außenpolitischen Horizontes. Das Deutschtum im Komitat West war seine Zahl betreffend am bedeutendsten innerhalb des Landes und die mehr oder weniger kohärente deutsche Siedlungsstruktur hatte symbolische Bedeutung. Die relativ geschlossene Gesellschaft der deutschen Gemeinden um Buda assimilierte weniger, als das von den Verwaltungsbehörden erwartet wurde. Deshalb versuchten sie oft, den majorisierenden Prozess mit chauvinistischen Sondermaßnahmen wirksamer zu machen, gerade dann, als in dieser deutschen Bevölkerung das Selbstbewusstsein erwachte. Daraus ergab sich, dass die Spannungen und Konflikte offenbar wurden und das bewog beide Teile zu radikaleren Lösungen. In der deutschen Nationalitätenbewegung der Zwischenkriegszeit brachte der Tod von Jakob Bleier eine bedeutsame Wendung, obwohl die Hintergründe schon da waren. Bleier, solange er nicht einsah, dass er hoffnungslose Unternehmen zusammen mit Gustav Graz führte, arbeitete an der Bekräftigung des deutschen Bewusstseins, aber seine Nachfolger, zuerst die Volksdeutsche Kameradschaft, danach der Volksbund, bestrebten vielmehr den Ausbau des Volksdeutschen Bewusstseins, was nicht mehr den Interessen Ungarns, sondern den Interessen Deutschlands diente. Zur Wahrheit gehörte aber auch, dass Bleier und sein Kreis nicht so viel rund um die Hauptstadt erreichen konnte. Ihre Erfolgslosigkeit war in diesen Gemeinden eindeutig und diese kann man einerseits damit erklären, dass sowohl die Komitats als auch die unteren Verwaltungsbehörden der sich entwickelnden deutschen Bewegung sehr eindeutig Hindernisse in den Weg legen wollten, in der sie die Gefahr des Pangermanismus sahen. Andererseits aber war das Deutschtum rund um Budapest, das im Vergleich zu den anderen Bewohnern des Landes über eine sichere Existenz verfügte, weniger beeinflussbar, weil es mit seiner Lage zufrieden war. Die Beeinflussbarkeit ist im Allgemeinen mit der Existenz und Unsicherheit zu erklären und es wurde später im Zusammenhang mit der Organisation des Volksbundes wirklich wichtig. Die Außenpolitik und die deutsche Minderheitenfrage verkettete sich enger ab der zweiten Hälfte der 1930er Jahre. Es gab bedeutende Ergebnisse auf dem Gebiet des Gebrauches der Muttersprache, des Unterrichts und auf kultureller Ebene. In dieser Atmosphäre wurde Kudaösch
das ungarische Oberammergau. Im Jahre 1933 wurde in Budaörs am Kühlheit Steinberg zum ersten Mal die Leidensgeschichte Christi aufgeführt. Der Steinberg war schon seit 1855 ein wichtiger spiritueller Ort der Budaörscher Einwohner. Franz Wendler, der Budaörscher Bauer, richtete dort eine Kapelle für die Unbefleckten-Empfängnis. Diese Kapelle war an der Welt die erste, die den Namen der Unbefleckten-Empfängnis trug. Also in diesem besonderen Ort wurde das Passionsspiel aufgeführt. Der Text wurde von dem Lehrer Gese Batu und von dem Pfarrer Miklós Aubermann geschrieben. 6 Jahre hindurch wurden die Spiele an Sonntagen, manchmal auch am Samstagen der Monate Juni, Juli und August aufgeführt. Die Aufführungen erfolgten nur einige Male in deutscher Sprache, sonst der ungarischen Mehrheitsbevölkerung Rechnung tragen, magyarisch. Das Zustandekommen der Vorstellung war ein bemerkenswertes Beispiel für die Vereinigung der lokalen Kräfte. Die Einwohner haben die erforderliche Summe 32.000 Tengő aus Spenden gesammelt und alle Dekorationen, Requisiten, Kostüme und sogar auch die Bühne und den Platz für die Zuschauer vor Ort eigenhändig hergestellt. Wirklich überraschend war jedoch nicht das, sondern dass auch das Stück selbst von Amateuren aufgeführt wurde, von den einfachen Ostbauern und ihren Kindern, die damals in Budaörs lebten. Weltblätter wie Daily Mail, dann die gesamte ungarische Presse konnten der Leistung der budaörscher Passionsdarsteller die Anerkennung nicht versagen. Sie prägten den Ausdruck ungarisches Oberammergau. Die Budapester Zeitung schrieb über die Spiele. Und die Inszenierung ist eine kolossale Arbeit. Es bewegt 200 Laienspieler. Es ist eine ausgezeichnete Arbeit, die der Verdienst des Lehrers Gese Batu ist, der die Passion auf die Bühne gestellt hat. Es war schön und rührend. Und das Spiel, die künstlerische Leistung der Laienspieler. Nein, es ist mehr. Dies ist das Geschenk der Seele dieser einfachen Leute. Im Januar 1946 setzte ein weiterer Teil der donauschwäbischen Passion ein. Wie der Kreuz nie das Ende des Lebens ist, so die Aussiedlung nie die Endstation der Ungarndeutschen bedeutete. Im Jahre 2080 wurde die Passionsspiel mit dem Urtext wieder auf den Budaörscher Steinberg aufgeführt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.